So, willkommen zurück bei Let's Play Okami Den. Wem jetzt hier was auffällt, liegt richtig. Ich habe ein bisschen gelevelt, das Geld zusammengesucht, um die letzten Pinseltechniken gleich alle wirklich kaufen zu können. Damit ich da nicht noch weiter rumwackeln muss und immer wieder irgendwie zurück und so. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt eben kurz. Und ich spreche hier nochmal eben alle Leute an. Listen here. There was a boy who came to this village with no one to care for him. I felt bad for him, and since I'm all alone, well, I started to look after him. I wonder if someone up above sent him to me. I treat every day like a blessing now. I'm really happy for you. I'm certain you'll raise him right. Ich glaube, die beiden haben wir aber schon mal angesprochen, ganz sicher. I finally got someone thanks to you, little pup. Thank you so much. You're not half bad, are you, Pooch? Ja. Das kommt mir definitiv bekannt vor, was sie dazu uns sagen. Und die Frau an dem Schalter, da sagt sowieso irgendwie nie was anderes. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Da. This hot spring resort here is just heaven. Wow, that great, huh? So, how do you feel? I feel like all the grime has been cleansed from my body. And I was only able to find this place because of that dog with you. Thank you. Und Glück. Das ist schön. So, fehlt sonst noch irgendjemand? Nö. Okay. Ha, hier ist immer diese Kante, da renne ich immer gegen. So, jetzt müssen wir noch genau hier hin. Hier unterhalten sich alle anscheinend brav. I came here to find some retainers, and you know how there are animals all over. Well, they won't listen to me at all. If only I had some of grandmother's kibidangos. But I don't, because those darn demons stole every last one from me. What a bummer. We can help you out. Let's go find his kibidango, Pooch. You mean it? If you some. Here, let me make you a list of the kibidango that was stolen from me. I think those demons were heading to Shinshu Field. Momotaro's treats obtained. 3 Stück müssen das sein. Ach genau, die müssen wir noch abgeben. Fällt mir gerade so ein. Gut. Ich weiß jetzt im Moment auch gerade, was ich hier machen muss und wo ich gleich hin muss, weil ich das auf meiner DS-Version schon durchgespielt habe. Damit wir nicht noch mehr Parts Sidequests bekommen. Ich meine, ich mag Sidequests wohl, aber ich glaube, wie viele Parts waren das jetzt? 6? Das reicht dann allmählich erstmal. Ja. So, du aber. Hier. My sake ingredients. That's everything then. Now I can get started on my world-class sake. Thank you. We're just happy to help. So, natürlich, weil wir Glück kriegen. Das ist gut. Mal schauen. Mich würde es echt interessieren, wie viele von diesen Solar- und Tintenfasseinheiten ich zum Schluss habe wohl. So. Und mit dir will ich noch sprechen. Komm. So. Mumble, mumble. So I need some lucky coins. Mumble, mumble. If I just had 2 more. Mumble, mumble. If I had those, I could even do something. Mumble, mumble. Strange in those weapons, for instance. Hey, you've got one of them lucky coins. That's something special. Could I interest you in giving it to me? Giving him the lucky coin? Ja. Was denn sonst? Jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen. Hehehe. The gods will look up at me favorably now. I'm a devoted believer. Ach, das kennen wir schon. Bla, bla, bla. Das machen wir. Ja, lass mich mal gucken. Oh Gott. Ich habe aber... Boah, mir fehlen aber jetzt ganz schön viele Dämonenknochen, wenn ich mir das mal so angucke. Wie viele ich schon von der Haut habe und wie wenig von den Knochen, ey. Oha, das ist jetzt aber echt voll der Unterschied, ey. So, und du gibst mir jetzt die Pinseltechniken. So. Ja, ich möchte gerne ein Luxi haben. Ich möchte etwas kaufen. Fang mit Splash an. Ja. Splash Scroll Edit. Wheel Rent. Purchase Wheel Rent. Wheel Rent Scroll Edit. Thunderbolt. Und. Jo, das kaufen wir auch. Sonst noch was? Nee. Das waren die Pinseltechniken. Ich weiß nicht, ob da irgendwann noch mehr kommen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal alle, die wir haben können. Jetzt schauen wir uns mal am besten eben die Rollen an. Thunderstorm.
I'm not sure if you're ready for this skill yet, but you will need it. Mastering the Thunderbolt is no easy task. Draw a vertical zigzag as if you're drawing a bolt of lightning. The bigger you draw it, the bigger the bolt will be. It's quite a handy skill to use against all kinds of enemies. The bigger the bolt, however, the more ink pots you use up. Make sure the line is jagged and zigzaggy when you draw it. Okay. Ich gehe mal ein bisschen irgendwo hin, wo sich die Kamera wieder ein bisschen dreht. Nee, nicht so stark. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also ich, diese Elektrotechnik, die konnte ich noch nie besonders gut. Auch nicht in Okami. Also ich kann die echt nicht gut. Oh! Oh Gott, was habe ich mit den Bäumen gemacht? Ich habe nichts gesehen. Ha, ich habe sie zerstört. Guck mal, die Bäume sind echt weg. Da sind sie wieder. Okay. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Also, was haben wir denn noch für Techniken bekommen? Falsch, hier. Warte mal, Waters... Ich drück hier. Das geht ja gar nicht so. Hier. Da. Skill Splash. Nice going, Chibi. You've learned a very useful skill. You can make it rain to slow down enemies with splash. Draw two vertical lines like you were drawing rain to use it. The longer the lines, the longer it will rain for. But if you make it rain for a long time, you'll use up a lot of ink. Okay, dann machen wir die Technik auch gleich mal. Wir lassen es jetzt regnen. Hoffe ich. Ja, es regnet. Ha. Gut, das können wir also auch. Dann schauen wir uns mal die nächste Technik an. Das war... Ich hab schon wieder vergessen. Ach ja, Gale. Ich glaube, hier war das. Ja. Whirlwind. The wind is a powerful ally, and Whirlwind is one very strong friend. Draw three horizontal lines across an enemy, genau, to damage them with wind power. The bigger you draw it, the bigger the gust... Guts of wind you'll create. Of course, a bigger tempest uses up more ink power. And no, one more thing. Don't forget to draw straight lines, okay? Okay. Dann machen wir jetzt... Ah, ich muss warten, bis der Regen aufhört. Das ist ja gemein, sonst kann ich das Tintenmenü nicht öffnen. Hör auf zu regnen! So, jetzt machen wir mal einen Wirbelwind. Hoffe ich. Das sieht nicht schön aus. Aber es funktioniert. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Das ist unsere Wirbelwindtechnik. Folgt er uns? Ja. Nett. Das heißt, im Grunde können wir durch die Gegend laufen und werden von einem Wirbelwind umgeben. Das könnte noch richtig praktisch werden, wenn wir mal irgendwie zum Beispiel diese komischen Steinchen, die uns immer im Weg waren, wenn wir durch die Dungeons gelaufen sind. Das könnte ich dann benutzen und dann könnte ich da einfach durchpreschen und müsste nicht immer Kraftstreich machen. Das ist eine gute Idee. So. Und jetzt machen wir noch eben die Aufgabe, die uns hier der kleine Junge gegeben hat. Und zwar seine Dangos da suchen. Ich weiß, wo sie sind, glaube ich. Also ich habe mir das eigentlich gemerkt. Hoffe ich. Ja. Weil die sind, gut, die sind nicht wirklich gut versteckt. Also ich bin da relativ schnell auf Anhieb hingerannt. Aber die sind halt, eins ist jetzt, müsste jetzt hier gleich um die Ecke sein. Und, die anderen beiden Rollen sind total versteckt bei Tama und Tama und diesem komischen anderen Weg, der da zur Mondfestung da führt. Ich hoffe, die Rolle war hier jetzt auch wirklich. Da ist sie. Ja. Wollte gerade sagen, kriege ich ja schon Hallos. Weil das Fiese ist jetzt neuerdings, die werden nicht mehr angezeigt auf der Karte. Das war im Hana Valley ja auch schon so und jetzt ist das anscheinend wirklich dauerhaft so, dass die nicht mehr angezeigt werden. Man kriegt doch den Ort, aber die genauen Orte werden einmal nicht mehr gesagt. Die genauen Platzierungen im Grunde. So, das ist jetzt mal Zeit für Wind, dann kannst du mir nämlich nicht mehr wehtun. Muss mich in Ruhe lassen. So... Ai, 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 ai. Lass mich da mal vorbei. Gib mir mal das Tintenfass. Aua, ah. Ich schrei schon, bevor der mich überhaupt trifft, ey. So.
war eigentlich ungeschickt, weil ich kann besser Regen als Feuer machen, aber hey, egal. Ich glaube gar nicht, wie wenig Lust ich habe, jetzt gerade gegen die Viecher hier zu kämpfen. Weil ich ja schon ganz viele Kämpfe jetzt letzte Zeit gemacht habe, ohne dass ihr das mitbekommen habt, weil ich das ganze Geld zusammengesammelt habe. Und mittlerweile hole ich auch gar nicht mal bei jedem Kampf diese Dämonenteile raus. Weil von diesen Häuten habe ich echt schon so viele. Obwohl, ich glaube, die Feuerkreise spucken die Knochen aus. Das. Oha. Ich dachte, der hört auf. Mano. So. Oh, Gas. Schneller, schneller, schneller. Ich will nicht schon wieder. Oh, ja. Da muss ich schon wieder warten, bis er sich ausgetobt hat. Ah, das ging aber schnell. Schneller, schneller. Nein, 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 nein. Bleib hier. Brav. Sehr schön. Braves etwas. So. Kibidingo A obtained. A tasty treat made by Momotaro's grandmom. Gut. Ah, jetzt können wir wieder gleich noch ein bisschen Geld sammeln. Dann habe ich keine ganz leeren Taschen hier. Ist auch nicht schlecht, wenn ich mir nochmal irgendwie so was zum Tinte auffüllen oder so kaufen muss. Das dürfte bald auch wieder der Fall sein. So. Der nächste ist jetzt in Richtung Tamas Haus. Frag mich, ob Tama jetzt wieder zu Hause ist. Ich frag mich nämlich auch, in Okami wollte er die Kirschbombentechnik sehen und auch die Aufwertung. Und dann hat man da irgendwas dann für gekriegt, wenn man ihm das gezeigt hat. Ich frage mich, ob die das in Okamiden übernommen haben, aber bisher habe ich nichts dergleichen gemerkt. Ich glaube, ich latsche gleich einfach mal in sein Haus rein. Die wollte anscheinend eigentlich nicht mit bekämpfen. Ich bin da einfach durchgelaufen, aber okay. Ich schätze noch dieser Part und dann war sowieso das. War es das sowieso erstmal mit diesem Part schon wieder? Oh, die Zeit vergeht echt viel zu schnell. So. Ich mache erstmal den, weil die Viecher finde ich echt nerviger. Weil die anderen kann man so einfach auslöschen, weil da macht man einmal halt Wind und dann ist gut gewesen. Am praktischsten wäre es jetzt natürlich, wenn man noch einen Feuerkreisel dazu hätte, weil ich habe rausgefunden, als ich gegen die gekämpft habe, dass man damit das Feuer natürlich auch löschen kann. Ergibt ja auch noch Sinn, aber ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ja, und so insofern. Ei! Ach, Manno. Eigentlich müsste das jetzt auch wegschmelzen. Und insofern wollte ich gerade irgendwas sagen und habe vergessen, was. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Von allem Möglichen. Ich war, glaube ich, gerade bei den Feuerkreiseln. Genau, ich habe irgendwie gesagt, dass das einfacher ist mit denen dann. Und das war auch Windtechnik. Gib mir mal was. Brav. So. Und Kibidango B obtained. A tasty treat made by Mama Momotaro's grandmom. So, den zweiten auch. Kriegen ordentlich Geld. Ja, ordentlich. Doch, doch, ist eigentlich ganz gut. Wenn ich so 6.000 oder so habe, wenn ich weitergehe, dann ist das wohl, reicht das. Dann kann ich mir notfalls was kaufen. Ich gehe jetzt einmal noch bei Tama rein, weil den nächsten Gegner schaffen wir jetzt eh nicht mehr in diesem Part. Rede mit mir. I'm glad that girl in Yakushi Village got better. I put my heart and soul into making those fireworks for her. I don't think I've ever made any as great as those. Just a testament to the long hours I spent at my craft. I'm so relieved that Ayama's feeling better too. That was a great show you put on. I'm looking forward to next year's. Okay, sieht so aus, als ob er uns nichts Besonderes mehr zu sagen hat oder nichts sehen will von unseren neuen Techniken hier. Ach, Manu. Ach ja, Tama ist aber eigentlich irgendwie ganz lustig. Der sieht zwar total verrückt aus, ist auch irgendwie total durchgeknallt mit seinen Feuerwerken, aber hey. Hier gibt es so viele durchgeknallte Charaktere, Gott sei Dank, sonst wäre das auch so langweilig. So. Ich laufe mal eben hier durch. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder für diesen Part und sage, wir sehen uns im nächsten wieder. Adios!